Das sind originale Links, kriegt aber auch als ja, Rabattlinks. So. Was heißt Rabattlinks? Aber ab und zu erwischt ihr auch, dass da ein paar Angebote sind. Oder die gibt es auch schon gar nicht mehr. Aber gerade für Sim Racing und dieses 49 Zoll, dass ich da mehr sehe, also ich sehe es ja auch hier, je breiter es ist, umso geiler wird es halt. Ich sitze gerne weiter hinten. Und deswegen sage ich auch ganz klar, mit dem Rettungshubschrauber, das wird auch alles mit diesem hier gehen, dass ich eine Feststelltaste quasi an diesen ganzen Joystick halt habe. Aber es braucht halt erstmal ein bisschen so seine Vorbereitung. Wichtig war jetzt erstmal, dass ich auch eine Festplatte drin habe, die das Ganze möglich macht. Also, da bin ich auch schon. Also, ich habe zwei Lenkräder. Also, ich habe jetzt für das OMSI, für LS, für ETS, für OMSI und den Landwirtschaftssimulator habe ich noch mein altes G27. Weil das benutze ich, ich habe es für Sim Racing benutzt. Aus damaliger Erfahrung von Gran Turismo 5 auf der PS3. Wie gesagt, da hatte ich auch noch mal ein G27 gehabt. Das habe ich zerstört. Ja, weil ich selber noch geschalten habe. Und ich merke jetzt auch schon, dass das Lenkrad auch schon in die Jahre kommt. Also, doch Gott, ich habe das jetzt schon über. So, was hatte mal letztens gehabt? 11, 12 Jahre, dieses Lenkrad des G27, was ich hatte. Wir haben ja drüber geredet, aber wie gesagt, sehr alt. Es tut immer noch seinen Dienst und da ich es noch länger behalten möchte, wird es nur für diese drei Simulationen gehen. Für Assetto Corsa Competizione habe ich von Moser, also wie gesagt, Volpi, das ist. Sim Racing ist sehr kostspielig. Habe ich von Moser das Equipment mir von jemandem gutes Angebot bekommen. Für das Lenkrad, für die Base und für die SR-Pedale. Beides neu, fast hätte alles 1500 Euro gekostet. Ich habe zwar nur die und ich habe nur die Hälfte gezahlt dafür. Also, wie gesagt, ich habe auch das auch in die Equipment-Liste eingetragen, dass ihr mal so ungefähr wisst, was da so abgeht. Es gibt ja auch von Moser dieses LETS2-Lenkrad oder dieses LKW-Lenkrad, was du ja dafür bekommst. Oh, ja, wisst ihr, ich sag ja nichts. Ich habe es nicht getestet, kann mir da auch kein Urteil erlauben, aber. Der Plastikbomber. Nee, nee, kein Plastisch. Kein Plastisch. Wie gesagt, wenn ihr mal meine Wheelbase von Moser erkennt, ja, oder seht, dann, wie gesagt, gebt mal auch Ausrufezeichen IQ ein. Klickt mal auf die Base. Das ist nämlich so ein Wechsel. Das Lenkrad kannst du einfach mit so nach hinten wechseln. Also, das ziehst nach vorne. Ah, und dann hast du das Lenkrad auch in der Hand. Und die Base kann halt verschiedene Aufsätze mit verschiedenen Lenkrädern quasi benutzen. Und da war auch dieses Moser-Lenkrad zum Beispiel auch dabei gewesen. Schatz, ich weiß, was ich mir zu essen mache. Ich mache mir Brötchen und Gemüse. Du isst dich also selbst. Ah, ist auch nicht schlecht. Ich sag mal so, also ich bin immer noch mit Logitech sehr zufrieden mit diesem G27. Aber ihr wisst, ihr habt alle mitbekommen mit den Diskussionen bei Logitech, dass die ein bisschen Qualität nachgelassen haben, vor allem. Oh mein Gott, ey, wenn ich das schon sage. Freunde der Nacht, mit diesen
LS-Lenkrädern oder dieses Gedöns da, ey. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, ey. Ja, aber das kommt ja nicht direkt von Logitech. Also, sollte irgendwann mal mein G27 kaputt gehen, dann werde ich mir meine zweite, dann werde ich mir von Mosa eine zweite Base bauen lassen. Komplett. Ja, und weiter? Weil ich einfach diese, ich bin mit der Qualität von diesem Equipment einfach so zufrieden. Sehr zufrieden sogar. Ja. Ja, genau. Definitiv. Ich bin auch zufrieden, wenn ich nachts schlafe. Definitiv so's. Ich meine, das Lenkrad könnte ich mir eigentlich jetzt auch schon bestellen. Ja, das wäre auch kein Problem. Aber mir ist halt wichtig, solange ich diese Technik halt noch habe, ja, wie das G27 und es tut noch alles so. Ich habe alles so eingestellt, so wie es ist. Da warte ich lieber noch ein paar Jahre, bis es im Angebot ist. Also, wie gesagt, die nächste Hardware-Investition, das geht erstmal alles für den Flugsimulator drauf. Mehr ist das nicht. Das sind 300 Euro, klappt war das gewesen. 380. Hier für die Throttles und für das Airbus-Gedöns da. Weil, ich brauch da auch keine Force-Feedback. Also, entschuldigt, aber diese Force-Feedback-Steuerung beim Flugsimulator, vielleicht ist es für den einen oder anderen ist es vielleicht was, aber für mich ist das nix. Weil das wäre dann, es reicht mir schon, wenn ich beim Mosa für das Simracing diese R5-Base habe, also mit 5 Newtonmeter, und da richtig in Kraft investieren muss. Perfekt. Perfekt. Aber für die Flugsimulation, da möchte ich einfach das Feingefühl einfach haben. So wie beim ES. Was ich hier habe. Einfach das Feingefühl. Klar, es kann ein bisschen Force Feedback haben, aber ich bräuchte da jetzt nicht so wirklich so ein 5 Newtonmeter drin. Ist zwar angenehm, klar, aber wie gesagt, ja, meine Zugmaschine hat schon 13% Schaden, ey, und der überholt mich schon, der sagt da. Und dann noch ein Renault. Sogar noch einer mit seiner. Warte mal. Was hat der für eine Technologie da drin? Ja, doch, das ist ein. Naja. Vielleicht können wir es ja gleich sehen. Können wir es lesen? Ja. Ah, ich liebe es. Naja. Aber wie gesagt, das ist so alles so nach und nach kommt das halt dran. Und für die Festplatte und den Sim, für den. Ich meine, Soest, du hast vollkommen recht. Beim Flugsimulator, du willst es einfach haben. Du hockst dich rein, machst die Motoren an und ab geht der Hobel. Wenn wir gerade bei dem Rettungshubschrauber sind, ne? Ich meine, die Tasten, wenn man dann noch von den Tastenkombinationen abgeht. Das heißt, ich muss ihn sowieso deinstallieren, den Flugsimulator, weil ich dann den auf einer internen Festplatte nochmal neu installieren muss. Und was dann da alles dazugehört. Ihr wisst, ich fliege gerne auch eine DC-6. Wie gesagt, besonderen Dank, der sich da die Mühe macht, geht an JD, den YouTube-Kanal da mit dem Flusi, wo sehr schön alles gut erklärt wird.
Kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Aber es braucht alles so Stück für Stück so seine Zeit dafür. Weil es gibt da auch über den Bordcomputer, der von der EC145 oder den von EC135, wo ihr zum Beispiel auch eine Karte oder ein Szenario-Pack von Rettungseinsätzen fliegen könnt. Das heißt, oder ich hoffe zumindest, dass man die Seilwinde da noch ein bisschen benutzen kann. Weil ich habe da auch schon ein Skript vorbereitet für wie man Helikopter fliegt. Also ein Skript, ja. Allerdings wünsche ich mir lieber, oder ich hoffe, dass das aus der FFA Airline, also da gibt es auch ein Command, Ausrufezeichen FFA, das ist die virtuelle Airline, für die ich fliege, dass es auch Leute gibt, die vielleicht Berufshubschrauber sind, die das wissen. So mache mir einen kleinen Snack. Jo. Ja, also wie gesagt, das sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich auch dann noch so ein bisschen arbeiten tue. Aber wie gesagt, alles gemacht. Vielleicht mache ich da einfach so ein Vlog draus. Jetzt aber schnell auf die linke Seite vor lauter Babbeln hier. Wir haben nämlich noch 400 Kilometer, da bin ich nämlich auch dran. Mit dem Snack dran. Ich teste gerade mein Szenario, was ich gerade gebaut habe. So. Mit S6 von Tutzing nach Grafing. So. Genau, 1 Stunde und 28 Minuten Fahrt. Ja, ich habe immer noch von Train Simulator Classic mein Mannheim Karlsruhe da. Das Endlos-Szenario. Habe ich letztens auch mal ein bisschen wieder was weitergemacht. Ja, ich bin gerade in Mannheim Rheinau am Hafen, gerade ein bisschen da so am Rangieren für ein paar Aufträge. Mit einer Diesellok, eine 361er. Auch die ist mir schon einmal durch die Luft geflogen. Hab die Weiche fast aus Versehen falsch gestellt. Und da war ein Bug drauf und dann geht's ab. Ja, die Standard 423, wenn du den Soundmann drauf hast, geht die ab wie Schmitzkatze. Ja, ich habe noch in dem Szenarien-Pack, was ich da habe, die 423. Also der Sound ist ja richtig scheiße. Also der Standard-Sound. Da habe ich mir noch gedacht, was ist das denn für ein... Kann ich dir meine geben? Ich hab einen Original-Sound von München drin. Genau. Also wie gesagt, bevor wir dann am Sonntag, nehme ich mir nämlich dann noch die Zeit, dass ich dann nämlich dann noch mir die Festplatte einbaue. Und dann können wir ja mal gucken. Also wie gesagt... Eieiei. Bei der darfst du nur nicht 100% machen, sonst ist sie ganz schnell auf 140 km/h. Naja. Also 51% beschleunigt die schon sehr gut. Das glaube ich. Ich muss wieder auf die andere Seite fahren. Oh. Also ich liebe zwar das Teilstück bei Belgien oder wenn du hier so durch das Gebiet fährst, aber dieses ganze Zeit hin und her gewechselt da. Ich weiß nicht. Haben die auch noch geplant, dass vielleicht Brüssel oder Luxemburg, Belgien da noch auch noch eine Überarbeitung bekommt oder? Bei STS, weil das wäre auch nochmal so ein toller Fakt. Ein Punkt.
So. Du kennst ja die Baureihe 430, ne? Boah, 430. Gute. 430? Boah, keine Ahnung. Ja, die ging ja bei mir nicht zum Installieren mit diesen ZIP-Datei oder wie auch immer. Ja. Dann hat mir das ein Kollege einfach als Ordner geschickt und dann ging's. Okay, lol. Und ich brauchte diese Datei halt nicht ausführen. Einfach im Ordner rein, einfach einen Schwänz und Lasse reingeschmissen, zack, war sie drin. Also ich habe mir bei Karlsruhe Mannheim, bei Train Simulator Classic war das Problem, ich habe mir da irgendwie die PCB zerschossen, als ich da mal auf einer Aufnahme, also 1920 war ja das, was ich jetzt noch zocken kann, da funktioniert die PCB, aber die andere PCB, was ich hatte, also mit der größeren Aufnahme, da habe ich mir alles zerschossen, da hat gar nichts mehr funktioniert. Und auch die Grafik, die war so ekelhaft gewesen. Also, ich weiß nicht, so. Würfel kann ich, ey. Würfel, wirklich. Ich weiß nicht, ob es an der Festplatte lag. Kann möglich sein. Weil, wie gesagt, ich werde dann nämlich Train Simulator Classic auch nochmal darauf da installieren. Aber ich kann dann auch wenigstens ein paar Online-Spiele mal wieder. Und es ist ja eine 2 Terabyte SSD, also das ist eine der schnelleren jetzt. Gott sei Dank, ey. Ich muss halt nur mal einbauen. Sind halt so, keine Ahnung. Paar Fingergriffe. Mehr ist es ja nicht. Ich fahre eine freie Fraktion. Also, was mir noch so fehlt, ist, die neue S-Bahn, was hier bei uns in Mannheim rumfährt. Ja. Oh wow. Oh, ich jetzt weiß nicht, wie die Bayreuther da heißt, aber das ist auch eine ziemlich schöne S-Bahn, wie ich finde. Aber mehr wäre es lieber, wenn von Chris Trains. So wie der Syvex. Ja. So voll programmierbar ist, voll simuliert, ey. Dann hätte ich auch wieder richtig Spaß. Aber so momentan. Ich zock so sehr selten. Train Simulator. Weil einfach. Da gab es auch mal von Virtual Railroads die 100 Baureihe 143 oder so, wo du die Tür aufmachen konntest, wo du alles wirklich noch von Klick, Klick, Klack. Also Trends im World ist dagegen. Ich weiß nicht, das ist mir zu. Du kannst zwar durch die Gegend gehen, aber. Ja, die Grafik ist mir noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, dass da jemand Trends im World zockt, ist schmackhaft, wirklich, es ist schmackhaft, aber weil ich halt mit Microsoft Train Simulator 1.0 schon aufgewachsen bin, und wirklich, du hast Kilometer an Strecken gehabt, fand ich das wirklich da schon besser. Ich meine, es ist ein Aufwand, wenn man sich die ganze Zeit das programmiert, aber Pro Train 32, wie sie damals alle hießen. Ich hatte fast alle gehabt, ey. Und wirklich einer meiner zwei Lieblingsstrecken war wirklich Stuttgart bis München hoch. Über Ulm, Augsburg, mit der die Geislinger Steige da hoch. Und von Karlsruhe über Freiburg bis nach Basel, Badischen Bahnhof. Die komplette Strecke mit zwei Rangierbahnhöfen als Abschnitt.